Wie viel Geld haben wir in 6 Wochen Südafrika ausgegeben? Eigentlich reisen wir ja mit unserem Campervan durch die Weltgeschichte, aber in diesem Frühjahr haben wir unseren Van ausnahmsweise mal stehen gelassen, sind mit dem Flugzeug nach Südafrika geflogen und haben das Land 6 Wochen lang mit dem Mietwagen bereist. Das war einer der schönsten Urlaube, die wir jemals hatten. Wobei Urlaub nicht ganz stimmt, denn wir haben auch etwa die Hälfte der Zeit gearbeitet. Aber wir haben uns auch ganz, ganz viel angeschaut, sind über 6.500 Kilometer kreuz und quer durchs Land gefahren. Und Südafrika ist einfach absolut faszinierend und ein wahres Paradies für Naturliebhaber. Es war allerdings auch der wohl teuerste Trip oder Urlaub, den wir jemals hatten. Wie teuer genau, das verraten wir euch in diesem Video. Bis auf den Cent genau. Los geht's! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind Tina und Dirk. Ich weiß, in Deutschland spricht man immer nur sehr ungern über Geld. Aber wir finden, Transparenz hat einen so großen Mehrwert. Das haben wir damals bei unserem großen Asien-Trip von Deutschland über Land bis nach Thailand schon so gesehen. Wir hätten uns bei der Planung so sehr darüber gefreut, irgendwie Anhaltspunkte für die Finanzplanung zu haben. Gerade bei einem Trip von 13 Monaten, den wir damals versucht haben zu planen. Das konnten wir aber nicht finden und deswegen haben wir es am Ende einfach selber erstellt, als wir es dann konnten. Eben um allen, die mit dem Gedanken spielen, eine ähnliche Reise in Angriff zu nehmen, ein paar Anhaltspunkte geben zu können. Infos über Südafrika herauszufinden ist zwar garantiert einfacher als zu all den Ländern, die wir in Asien besucht haben, aber auch hier kann es sicherlich nicht schaden, das in einer komprimierten Videoform zu haben. Für all die, die eigentlich nur an unseren Wohnmobilreisevideos interessiert sind und jetzt sagen, ja, Kosten finde ich zwar interessant, aber Südafrika interessiert mich eigentlich so gar nicht. Zuallererst die Frage, warum habt ihr dann überhaupt dieses Video angeklickt? Südafrika steht ganz, ganz groß im Titel. Vor allem aber auch der Hinweis, da wir sehr viel positives Feedback zu unserem ersten Kostenvideo bekommen haben über unsere einjährige Wohnmobilreise hauptsächlich in Asien, arbeiten wir auch gerade schon an einer Fortsetzung davon, nämlich an einer Übersicht, was wir im letzten Jahr für Ausgaben hatten, während eines gesamten Jahres Vanlife in Europa. Denn auch die Kosten haben wir detailliert erfasst. Aber bevor wir das filmen, wollen wir jetzt erstmal mit unserem Südafrika-Trip abschließen. 6 Wochen lang waren wir also in Südafrika, sind in dieser Zeit über 6.500 Kilometer mit dem Mietwagen durchs Land gefahren. 40 Nächte in Unterkünften verschiedenster Preisklasse, 42 Tage Mietwagen, Sprit, Essen und Trinken, Aktivitäten wie Nationalparkeintritte und Safaritouren, Internet und Trinkgelder. Wir listen jetzt einmal alles auf. Dabei haben wir die Ausgaben in diese 5 Kategorien unterteilt. Die gehen wir jetzt nach und nach durch, schauen da jeweils ein bisschen ins Detail und geben euch immer wieder konkrete Beispiele. Also los! Fangen wir direkt mal an mit einem großen Posten. Zum Transport zählen wir allen voran 3 Dinge. Unsere Flüge von Deutschland nach Südafrika und zurück, die Miete eines Autos vor Ort und die Sprit- und Mautkosten über die gesamte Zeit. So Sachen wie Autowäsche und Parken und Co., das kommt ganz am Ende dann noch in einer separaten Position. Fangen wir an mit den Flügen. Das geht schnell, war aber auch relativ schmerzhaft, denn wir haben insgesamt 1.726,88 € für unsere beiden Flüge von Frankfurt über Johannesburg nach Kapstadt ausgegeben. Wir hatten eigentlich Flüge für knapp 1.200 € von Düsseldorf über Istanbul nach Kapstadt, aber die wurden tatsächlich am Tag unseres Abflugs gecancelt, da in Istanbul ein schwerer Schneesturm wütete. Dann hatten wir die Wahl, umbuchen und erst ein paar Tage später abreisen oder aber stornieren, Geld zurückbekommen und selbst einen neuen Flug buchen. Wir haben uns dann ganz, ganz kurzfristig für Letzteres entschieden, auch weil wir sonst beide nochmal einen neuen PCR-Test hätten machen müssen, der damals sowohl für Flug als auch Einreise noch Pflicht war. Wir den Mietwagen wahrscheinlich nicht mehr bekommen hätten, wir nicht wussten, wie das mit der gebuchten Unterkunft für die ersten Tage aussieht und solche Sachen. So gesehen hatten wir eigentlich noch Glück, so kurzfristig ein paar Stunden vor Abflug überhaupt noch einen einigermaßen bezahlbaren Flug zu bekommen. Aber 1.700 € sind natürlich auch kein Pappenstiel. Dazu mussten wir noch für 91,40 € Zugtickets buchen, um zum Flughafen und zurück
zu kommen. Die zweite große Ausgabe in der Kategorie Transport war der Mietwagen. Mit 17,84 Euro pro Tag haben wir da ein echtes Schnäppchen gemacht. Auch das addiert sich bei 6 Wochen Mietzeit auf zu fast 750 Euro. Aber das ist bei einer so langen Mietdauer natürlich klar. Der Mietpreis pro Tag war aber wirklich erstaunlich gut. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir hier das Rundum-Sorglos-Paket hatten. Also so Dinge wie vollumfänglicher Versicherungsschutz mit Vollkasko und Diebstahlschutz ohne Selbstbeteiligung und unbegrenzte Kilometer. Das würden wir auch immer empfehlen, vor allem die Versicherung. Klar, das Auto war klein, aber auch nicht winzig und hatte im Grunde alles, was wir gebraucht haben. Und selbst ausgiebige Ausflüge über Schotterpisten hat er gut weggesteckt. Gefunden und gebucht haben wir den über Check24. Wir haben unsere Wunschdaten auf verschiedenen Portalen eingegeben und hier gab es letztlich dann einfach das beste Angebot. Vor Ort hat alles reibungslos geklappt, können wir also empfehlen und verlinken wir euch unten, wenn ihr selbst einen Mietwagen buchen wollt. Man hätte das Ganze auch mit einem Camper machen können. Es gibt eine Reihe von Anbietern für Mietwohnmobile und die Infrastruktur gibt das auch definitiv her. Südafrikaner selbst sind sehr campingbegeistert. Warum wir das aber nicht gemacht haben, dazu sagen wir später noch ein paar Worte. Erstmal noch der dritte Posten beim Transport, die Spritkosten. Benzin oder Diesel kosten in Südafrika ungefähr 20 Rand, was ja umgerechnet ca. 1,20 Euro pro Liter sind. Zumindest war das im Februar und März noch so. Seitdem sind hier die Spritpreise ja explodiert. Wie das gerade in Südafrika ist, wissen wir ehrlicherweise nicht. Da unser kleiner Hyundai aber sehr sparsam war, waren die Gesamtspritkosten mit 492,88 Euro ja, zwar noch relativ hoch, aber nicht, wenn man bedenkt, dass wir eben mehr als 6.500 Kilometer quer durchs Land gefahren sind. Dafür ist das relativ günstig, vor allem auch im Vergleich zu unserem Wohnmobil, das natürlich deutlich mehr verbraucht. 6.500 Kilometer sind natürlich sehr, sehr viel, auch für einen 6-wöchigen Aufenthalt. Aber das liegt eben daran, dass wir uns kurzfristig dazu entschieden hatten, doch noch den Kruger Nationalpark mitnehmen zu wollen. Und der liegt eben am völlig anderen Ende des Landes im Vergleich zu Garden Route und zu Kapstadt. Das allein waren knapp 1.800 Kilometer je Strecke. Eine Strecke, die interessant war, einmal gefahren zu sein, aber die kann man sich ehrlich auch sparen und besser einen Flieger nehmen, wenn man das von vornherein so plant. So würden wir das zumindest beim nächsten Mal machen. Und ganz zuletzt die Maut. Viele, viele Straßen, die wir gefahren sind, waren mautfrei, vor allem in und um Kapstadt, aber auch ja, die größten Teile der Garden Route. Auf dem langen Weg von Kapstadt zum Kruger Nationalpark und zurück nach Port Elizabeth, da sind wir aber hauptsächlich über die großen Autobahnen gefahren. Die sind in der Regel mautpflichtig. Abgerechnet wird das völlig automatisch über die Autovermietung und über den Transponder hinter der Windschutzscheibe. Man muss sich um nichts kümmern, nur seine Kreditkarte bei der Autovermietung hinterlegen und gut ist. Im Vergleich zu Europa sind die Mautkosten zudem ja relativ gering. Wir haben im gesamten Zeitraum und bei, wie gesagt, bestimmt 3.000, 4.000 Kilometern Autobahn insgesamt 66,85 € Maut bezahlt. Alles zusammengenommen haben wir für den Transport also rund 3.100 Euro ausgegeben. Nochmal, wenn man den Flug rausnimmt und sich nur Mietwagen, Sprit und Maut anguckt, sind das nur 31,17 Euro pro Tag. Aber alles zusammen ist es damit eben die teuerste Kategorie und die zweiteuerste kommt direkt jetzt. Eine Info vorab, wir finden das Preis-Leistungs-Verhältnis von Unterkünften in Südafrika ziemlich gut. Wir haben uns natürlich nur in unserem Budgetrahmen bewegt, aber wir waren mit dem, was wir für das Geld bekommen haben, teilweise wirklich sehr positiv überrascht. Es ist jetzt nicht mit Südostasien oder so vergleichbar, wo wir, wenn ihr damals schon mit dabei wart, erinnert ihr euch vielleicht, für 140 Euro die Woche in einem Penthouse mitten in Bangkok übernachtet haben. Das war echt überragend. Aber wie gesagt, wir waren in Südafrika sehr zufrieden. Zweiter Hinweis zur Einordnung, wir sind grundsätzlich sehr sparsam und kommen mit wenig zurecht. Aber die Zeiten, in denen wir in irgendwelchen Hostels mit Stockbetten und 10 Leuten im Zimmer geschlafen haben, um möglichst wenig zu bezahlen, sind dann inzwischen doch vorbei. Wir haben uns immer Unterkünfte gesucht, wo wir in der Regel eine ganze Wohnung oder mindestens ein eigenes Zimmer mit Kochnische, Bad und Co. hatten. Also jetzt auch nicht fancy Hotel oder Resorturlaub, mehr so Selbstverpflegung und wohnlicher Standard. Auch mal mit ein bisschen Luxus wie einem Pool und in unserem Fall auch einfach mal Urlaub vom Vanlife.
Die günstigste Übernachtung, die wir unterwegs hatten, war kurz vor den Toren des Edo Elephant National Parks. Da haben wir 12,75 Euro pro Nacht bei 2 Nächten gezahlt. Für uns beide zusammen. Eigentlich wären es 21,59 Euro gewesen, was auch schon günstig gewesen wäre. Aber da während unseres Aufenthalts tatsächlich die Wasserversorgung in der ganzen Stadt ausgefallen ist, hat die Vermieterin uns dann sogar Geld zurücküberwiesen. Die teuerste Unterkunft, die wir gebucht haben, war im Malos Park vor den Toren des Kruger Nationalparks. Da haben wir 99,80 Euro pro Nacht bei 5 gebuchten Nächten bezahlt. Dafür haben wir dann allerdings auch ein ganzes Haus in einer überragenden Lage bekommen mit 3 Schlafzimmern, einem Pool, von dem wir Elefanten aus beobachten konnten und allem drum und dran. Der Durchschnitt bei insgesamt 40 Nächten lag bei 55,83 Euro pro Nacht. Das ist immer der Wert für uns beide zusammen. Zusammengerechnet sind das also 2.233,39 Euro für alle Unterkünfte in den 6 Wochen. Etwas unterhalb des Durchschnitts lag zum Beispiel auch unsere Unterkunft in Kapstadt, die wir über Airbnb gebucht haben und in der wir 2 Wochen lang waren. Super zentral gelegen und mit einer überragenden Aussicht. Die hat 50,05 Euro pro Nacht gekostet. Dafür hatten wir dann aber auch keine Klimaanlage. Trotzdem würden wir da jederzeit wieder übernachten. Oder aber in einer der Villen im Stadtteil Kemps Bay, wenn wir irgendwann mal groß im Lotto gewinnen. Auf jeden Fall. Wir haben übrigens alle unsere Unterkünfte bei Airbnb oder Booking.com gebucht und das immer recht spontan. Nur das Airbnb in Kapstadt hatten wir vor Abflug gebucht, alles andere dann immer kurz vorher, da wir ein bisschen flexibel bei der Planung sein wollten. Und das hat so auch sehr gut geklappt. Eine Liste unserer Unterkünfte haben wir euch übrigens unten in der Videobeschreibung verlinkt. Tina hat es gerade schon gesagt, wir haben häufig Unterkünfte gebucht, in denen wir uns selbst verpflegen konnten, in denen wir selbst kochen konnten. So sind wir das gewohnt, so machen wir das im Camper eigentlich auch zu 99%. Allerdings haben wir hier ja wirklich mal Urlaub gemacht und uns ja daher häufiger als sonst gegönnt, auch essen zu gehen. Hinzu kam, dass wir festgestellt haben, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis von Essen in Südafrika ebenfalls recht gut ist. Auch das ist kein Vergleich zu Südostasien, aber ja, gerade was so Dinge angeht wie Steaks und Burger oder auch Fisch und Meeresfrüchte, da ist die Qualität in Südafrika wirklich richtig gut, teilweise überragend. Und das eben bei relativ geringen Preisen. Als Beispiel, dieses Essen hier in den Botanical Gardens in Kapstadt hat uns mit jeweils 2 Getränken nur 20,13 Euro gekostet. Und auch dieses Essen hier hat uns mit einem richtig guten Steak, mit Eiskaffee, Cola, Bier und Trinkgeld nur rund 26 Euro gekostet. Für uns beide zusammengenommen. Da waren wir dann also ein paar Mal häufiger auswärts essen. Das hat sich über die 6 Wochen hinweg letztlich aufaddiert zu 432,52 Euro. Die Selbstverpflegung war letztlich ein bisschen teurer, aber die Aufteilung ja, zwischen außerhalb essen und selber kochen war über alle Mahlzeiten hinweg wahrscheinlich auch so bei 40-60%. Also immer noch etwas mehr Selbstverpflegung. Deswegen wundert es auch nicht, dass das ja, insgesamt etwas teurer war. Für alle Supermarktbesuche zusammengenommen haben wir letztlich 483,42 Euro bezahlt. Dazu noch ein paar Hinweise. Wenn wir zwischendurch mal so Sachen wie ein Mückenspray, ein neues Duschgel oder Kohle für den Grill gekauft haben, dann taucht das hier trotzdem unter Supermarkt bzw. Verpflegung auf. Das haben wir nicht rausgerechnet, auch wenn man Holzkohle ja, an sich nicht super gut essen kann. Und nicht ganz unerheblicher Anteil der Supermarktkosten sind auch auf die Getränke entfallen. Also alles an Wasser, Bier, Wein, Cola für die gesamten 6 Wochen, das steckt hier auch mit drin. Insgesamt können wir jetzt sagen, wenn ihr könnt und wenn ihr wollt, dann geht so viel wie möglich außerhalb essen. Es lohnt sich auf alle Fälle. Das Essen ist vielerorts sehr, sehr gut und im Verhältnis zu Europa auch definitiv recht günstig. Selbst zu kochen lohnt sich da kaum. Bevor wir jetzt ins Detail gehen und euch sagen, was so Dinge wie Eintrittsgelder in die Nationalparks oder die Gondel hoch zum Tafelberg gekostet haben, machen wir noch mal ein paar Sekunden Pause und zeigen euch noch ein paar unserer liebsten Aufnahmen aus Südafrika.
Viele Dinge, die Südafrika zu bieten hat und ausmachen, sind kostenlos. Der Besuch der vielen traumhaften Strände, ein Roadtrip durch das Umland Kapstadts, die faszinierenden Sonnenuntergänge vor umwerfender Kulisse. Selbst Pinguine kann man sich hier in freier Wildbahn kostenlos anschauen, wenn man weiß wo. Andere Sachen hingegen kosten aber natürlich Geld. Das reicht von hier und da mal einen Euro für die Conservation Fee eines Aussichtspunkts bis hin zu geführten Safari-Touren im Kruger Nationalpark, wo natürlich eh alles teurer ist. Wir haben hier mal alle Positionen aufgelistet, die wir in der Kategorie Aktivitäten verbucht haben. Chronologisch gesehen, lasst uns auf ein paar Sachen kurz genauer eingehen. Hier die Gondel hoch zum Tafelberg. Das ist wie immer der Preis für uns beide zusammen und in diesem Fall für die Fahrt hoch und runter. Dann zum Beispiel eine Free Walking Tour. Die könnte natürlich auch gar nichts kosten, aber das Konzept ist ja, dass die Tourguides Spenden bekommen, je nachdem, wie gut man die Tour fand. Free Walking Touren haben wir schon in ganz vielen Städten gemacht und können das absolut empfehlen. Wir haben direkt zwei Touren hintereinander gemacht, eine zur Apartheidsgeschichte Südafrikas und eine durch den Stadtteil Burkhap. Beide waren richtig gut und super informativ. Die Website des Anbieters verlinken wir euch unten. Dann mal was Kleines. Die 3,05 Euro, die wir hier für den Chapman's Peak Drive bezahlt haben, ist die Mautgebühr, die diese Strecke kostet. Der Chapman's Peak Drive ist eine Panoramastraße kurz vor den Toren Kapstadts in Richtung Kap der Guten Hoffnung. Super schön. Wir sind sie danach auch nochmal in die andere Richtung gefahren und können die Strecke wirklich nur absolut empfehlen. Und wenn wir dann mal weiter runterschauen, dann sehen wir hier auch noch sehr viel höhere Werte. Der höchste sind sicherlich die 151,44 Euro für die geführte Safari-Tour im Kruger Nationalpark. Das ist zwar relativ viel Geld und vor allem Geld, das wir eigentlich nicht eingeplant hatten, da wir den Kruger ja ursprünglich gar nicht machen wollten, aber das war es absolut wert. Wir haben insgesamt 3 Safari-Tage im Kruger gemacht. Zweimal auf eigene Faust mit dem Mietwagen, wo man dann nur das Eintrittsgeld bzw. die Conservation Fee für den Nationalpark zahlt und einmal eben eine richtige Safari mit einem Guide. In unseren Videos dazu haben wir unter anderem auch zu den jeweiligen Vor- und Nachteilen berichtet. Schaut euch das gerne an. An dieser Stelle nur, beides war überragend und beides lohnt sich auf alle Fälle. Das muss man einfach mal selbst erlebt haben. Übrigens, wir werden euch diese Tabelle und auch alle anderen Übersichten aus diesem Video wieder bei uns auf der Website veröffentlichen, wenn ihr sie euch nochmal in Ruhe anschauen wollt. Den Link stellen wir euch unten in die Videobeschreibung. Letzte Detailposition, ein paar Eintrittsgelder für andere Nationalparks. Die machen alles in allem einen relativ großen Beitrag aus. Zusammengerechnet über 300 Euro für uns beide zusammen. Und da kommen wir zu einem kleinen Tipp, den wir euch geben wollen. Wenn ihr im Vorfeld schon ungefähr wisst, was ihr machen wollt und welche Nationalparks ihr besuchen wollt, dann schaut vorher auf die Webseite der Nationalparkbehörde Südafrikas. Denn man kann eine sogenannte Wildcard kaufen, mit der man dann kostenlos über 80 Nationalparks und Naturschutzgebiete besuchen kann, ein ganzes Jahr lang. Die kostet für 2 Personen umgerechnet so ziemlich genau das, was wir jetzt für die einzelnen Besucher ausgegeben haben. Für uns hätte sich das also schon gelohnt. Wir hatten nur vorher eben gar nicht damit gerechnet, alleine 3 Tage lang in den Kruger zu fahren. Also schaut euch das an. Das kann recht schnell Sinn machen. Den Link dazu findet ihr, wie alle anderen Links auch, unten in der Videobeschreibung. Und damit kommen wir schon zur letzten Kategorie. Hier haben wir ja alle Dinge zusammengefasst, die nicht so recht in die anderen 4 Hauptkategorien passten. Die größte Einzelposition ist hier der PCR-Test, den wir beide für die Einreise und für den Hinflug machen mussten. 126,33 Euro. Dann zum Beispiel auch Internet bzw. Telekommunikation. Hier haben wir uns vor Ort in Kapstadt eine lokale SIM-Karte von Vodacom gekauft. Ich glaube, das waren 30 GB für 30 Tage. Und für die letzten Tage haben wir dann das einfach nochmal aufgeladen. Das hat auch völlig ausgereicht, da wir in eigentlich allen Unterkünften WLAN hatten und das Datenvolumen der SIM-Karte daher hauptsächlich zum Navigieren und für zwischendurch mal Dinge recherchieren genutzt haben. Ein weiterer größerer Posten war hier die Malaria-Prophylaxe, die wir uns noch kurzfristig besorgen mussten, nachdem wir entschieden hatten, eben doch noch den Kruger Nationalpark besuchen zu wollen.
Das geht in Südafrika glücklicherweise super easy. Man kann einfach an so einen Apothekenschalter in der Drogerie gehen. Da haben wir das bekommen. Ein weiterer Punkt sind die Bankgebühren. Wir haben zwar beide die Visa-Karte von der DKB, mit der man überall auf der Welt kostenlos bezahlen und kostenfrei Bargeld abheben kann, beziehungsweise nur noch ich habe die, denn seit ein paar Wochen kostet die Visa-Karte 2,95 Euro im Monat neuerdings, nachdem sie jetzt gefühlt die letzten 10 Jahre wirklich komplett kostenlos war. Das Bargeld abheben ist von Seiten der DKB auch immer noch kostenlos, aber die Betreiber der Geldautomaten, also die lokalen Banken, die erheben in den allermeisten Fällen immer eine kleine Gebühr für Bargeldabhebungen. Das waren hier zusammengenommen eben 11,60 Euro. Was hier als Bargeld aufgeführt ist, ist das Geld, was wir noch bar in den Taschen hatten, als wir zurückgeflogen sind. Wenn also jemand noch 191 südafrikanische Rand braucht, dann sagt uns Bescheid. All das zusammengenommen und dann auch noch so Kleinigkeiten wie Autowaschen und Co. addieren sich auf zu 331,28 Euro. Wenn wir alle diese Kosten nun aufaddieren, kommen wir auf insgesamt 7.125,72 Euro für den gesamten sechswöchigen Urlaub. Ganz schön viel Geld, zumindest für uns. Aber dafür hatten wir eben auch sechs wirklich unvergessliche Wochen in Südafrika. Das würden wir niemals missen wollen. Das brechen wir jetzt mal runter auf die Kosten pro Tag, damit man einen Anhaltspunkt hat für die jeweilige Länge, die ihr vielleicht plant, nach Südafrika zu fliegen. Dafür nehmen wir die Flugkosten, die Zugtickets und die Kosten für die PCR-Tests raus, um uns anzuschauen, was wir eben tatsächlich vor Ort pro Tag ausgegeben haben. Das sind 5.181,11 Euro geteilt durch 42 Tage, also 123,36 Euro pro Tag. Und das schließt eben alles mit ein. Unterkunft, Verpflegung, Mietwagen, Sprit, Aktivitäten, alles. Und eben für uns beide zusammen, also alternativ 61,68 Euro pro Person. Dazu nochmal der Hinweis, das basiert auf unseren Ausgaben, auf unseren Vorlieben. Ein sechswöchiger Roadtrip durch Südafrika kann sicherlich noch ein ganzes Stück günstiger sein, wenn man das will. Man kann, wie gesagt, in Hostels übernachten, man muss keine Safaris machen, man kann sich komplett selbst verpflegen und Co. Auf der anderen Seite kann ein Trip nach Südafrika auch sehr, sehr viel teurer sein. Ich meine, es gibt wirklich ein paar faszinierende Luxusunterkünfte in Südafrika. Sei es in Kapstadt, sei es in Private Game Reserves rund um den Kruger Nationalpark oder umgeben von Golfplätzen. Nach oben hin sind da kaum Grenzen gesetzt. Aber wir hoffen, dass wir euch mit der Aufstellung unserer Kosten einen Anhaltspunkt vielleicht für eure eigene Planung geben konnten. Wenn ihr zu irgendwas Fragen habt, wenn irgendwas unklar geblieben ist, dann schreibt es uns gerne unten in den Kommentaren und wir versuchen darauf zu antworten. Und schaut natürlich gerne bei uns auf der Website vorbei, wenn ihr euch die Kostenaufstellungen da nochmal in Tabellenform anschauen wollt. Also, wir hoffen, das Video hat euch gefallen und die Auflistung war verständlich. Wenn wir damit dem einen oder anderen einen Anhaltspunkt liefern konnten, freut uns das sehr. Falls ja, dann drückt gerne unten auf den Daumen hoch. Wie immer gilt, das mag der YouTube-Algorithmus und das hilft wieder uns. Abonniert auch gerne unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. In den nächsten Wochen und Monaten wird sich hier wieder alles ums Reisen mit dem Campervan drehen. Wenn dieses Video live geht, sind wir wahrscheinlich schon in Spanien, von wo wir in der nächsten Zeit nun wieder regelmäßig berichten werden. Wir sind schon ganz gespannt. Oh, jetzt hätten wir doch fast was vergessen. Stichwort Campervan. Warum haben wir Südafrika also nicht mit dem Wohnmobil gemacht? Das hat mehrere Gründe. Einer ist, dass wir nach inzwischen ziemlich genau 3 Jahren Vollzeit in unserem Campervan einfach mal einen Tapetenwechsel brauchten. Wir wollten uns mal eine Weile keine Gedanken über Stellplätze machen, darüber, wie viel Wasser noch im Tank ist, ob wir noch genug Strom haben. Wir wollten einfach mal wieder so ein bisschen den Alltagsluxus haben, den man eben hat, wenn man in einer Wohnung wohnt. Unbegrenzt lange Duschen, einen großen Kühlschrank, ein Wohnzimmer, sowas eben. Denn nochmal, seit inzwischen fast 3 Jahren leben wir nahezu ausschließlich auf diesen 8 bis 10 Quadratmetern. Zweiter Grund, die Kosten. Wir haben uns im Vorfeld tatsächlich ein bisschen umgeschaut und auch ein paar Wohnmobilvermietungen in Südafrika tatsächlich angefragt. Viele davon waren aber komplett
ausgebucht bis in den Februar hinein. Denn wie gesagt, die Südafrikaner selbst sind schon sehr campingbegeistert und auch die ersten internationalen Touristen sind nach der Omikron-Welle letztes Jahr schon wiedergekommen. Bei ein paar Anbietern hätten wir noch einen Camper bekommen können, sowohl ganz klassische als auch solche 4x4s mit Dachzelt und Kabine hinten drauf. Das hätte irgendwo auch seinen Reiz gehabt, aber wie gesagt, wir wollten einfach mal ein bisschen was anderes machen. Und so ein Camper kostet in Südafrika im Schnitt so rund 100 Euro am Tag. Mal sind es vielleicht 80, mal sind es auch 130 am Tag. Hängt immer natürlich davon ab, was für eine Saison ist und wie hoch die Nachfrage gerade ist. Dazu noch Campingplätze, weil freistehend in Südafrika bestimmt auch irgendwie geht, aber es wird nicht unbedingt empfohlen. Und Campingplätze kosten dann auch gerne mal 30 Euro die Nacht. Es gibt definitiv sehr, sehr schöne Plätze. Zum Beispiel diesen hier im Tsitsikama-Nationalpark, den wir gesehen haben. Aber dann ist man eben schon mal bei 130 Euro die Nacht, nur für Camper und Stellplatz. Allein das ist schon mehr, als wir insgesamt für alles zusammen pro Tag ausgegeben haben. Das wäre also finanziell einfach nicht drin gewesen. Aber wie gesagt, das war nur ein Teil der Überlegungen und der Entscheidung gegen einen Camper auf diesen Trip. Und da wir es eben nicht gemacht haben, ist es ein bisschen schwer, jetzt eine Empfehlung in die ein oder andere Richtung auszusprechen. Vielleicht gibt es hier ja jemanden von euch, der Südafrika schon mal mit einem Camper bereist hat. Wäre cool, wenn ihr ja, von euren Erfahrungen unten in den Kommentaren berichten könntet. Das würde uns sehr, sehr freuen. Alles, was wir sagen können, ist, unser Trip nach Südafrika hat auf jeden Fall sehr viel Lust darauf gemacht, irgendwann mal mehr vom Kontinent Afrika zu erkunden. Wir kennen auch Leute, die gerade da unten mit einem Land Rover unterwegs sind. Ich glaube gerade in Mosambik. Die Bilder, die wir von da unten immer mal wieder zu sehen bekommen, unterstreichen auf jeden Fall unseren Wunsch, irgendwann mal selbst mit einem eigenen Camper durch Afrika zu reisen. Wir können uns grundsätzlich sehr gut vorstellen, irgendwann mal ja den gesamten Kontinent mit einem Camper zu durchqueren. Aber ja, das sind noch keine konkreten Pläne. Da haben wir vorher ja noch ein paar andere Sachen vor. Sollten wir das aber irgendwann mal in Angriff nehmen, werden wir hier sicher darüber informieren. Also abonniert unseren Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir ein neues Video veröffentlichen. Und damit jetzt, glaube ich, endgültig. Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.